Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach dem Parteigründer Peter Pilz ist jetzt die Überraschung des Tages bei uns zu Gast. Willkommen, Johannes Voggenhuber. Dankeschön. Die Liste Pilz, jetzt ja Liste Jetzt, hat einen überraschenden EU-Spitzenkandidaten präsentiert heute, den wir ja gerüchtehalber schon seit Monaten geschrieben haben, aber es hat immer wieder geheißen, nein, er macht es doch nicht und so weiter und so fort. Aber jetzt ist er da, jetzt ist der Johannes Voggenhuber in den Ring gestiegen, wenn man das so sagen darf, und tritt an für die EU-Kandidatur mit einer eigenen Liste, die wie heißen wird? Die Liste ist von der Liste jetzt ja, nominiert, schon, aber mit einem eigenen aber ist Namen. Ein Europa. Initiative Ein Europa. Initiative Ein Europa Initiative heißt das. Ein Europa. Das heißt ein eigener Name ein eigener und nicht Name, unbedingt eine der Parteikandidatur, genau. Sondern eine unabhängige Plattform, die sich da starten werden. Spannendes Experiment. Ich meine, der Ewald Stadler hat ja schon am Montag vor einer Woche gesagt, das wäre so ziemlich das Allerletzte, wenn Sie antreten, weil das wäre dann der Uropa, ja, der in den Ring steht. Tatsächlich werden Sie nächstes Jahr 70 und waren jetzt, wenn man es überspitzt sagen will, ich weiß natürlich, dass Sie politisch sehr aktiv waren, auch immer wieder darüber berichtet und zwar spannend, das eine oder andere Projekt, das Sie angestoßen haben, aber de facto waren Sie 10 Jahre in Pension und kommen jetzt wieder wie der Phönix aus der Asche, wenn man das so sagen darf, im doppelten Sinn des Wortes. Ja. Also de facto habe ich ein Volksbegehren initiiert, mhm. Demokratie Jetzt, mhm. War Gastprofessor in Innsbruck, habe ein Buch geschrieben, habe für die Zeit geschrieben. Ja. Also wenn das de facto Pension ist, wünsche ich Ihnen dann für Ihre viel Vergnügen. Ja, okay. Aber fest steht, jetzt sind Sie wieder politisch aktiv, das freut uns alle. Willkommen zurück, Johannes Voggenhuber. Danke in der Arena. Ja. Warum diese Kandidatur? Weil absehbar ist, dass die Oppositionsparteien massiv verlieren werden und dass diese Regierung des Sebastian Kurz, die Regierung des rechten Blocks, daraus eine Bestätigung ihrer für mich unerträglichen Politik machen wird. Und das würde ich gerne verhindern, indem die Stimmen, die Grünen verlieren und die Sozialdemokratie verlieren und die Neos verlieren, das übergroße Lager der Nichtwähler noch weiter auffüllen, die derzeit schon mehr als 50% sind. Und ich möchte verhindern, dass einfach die Menschen aufhören, ihr Parlament zu wählen. Ihr Parlament, das ich für das Europäische Parlament, das ich für den Ort halte in Europa, wo in der ganzen Europäischen Union, wo am fortschrittlichsten gedacht wird, am demokratischsten und am sozialsten. Und wenn man ausgerechnet das schwächt, um ganz andere zu treffen, die Kritik verdienen würden, dann wäre das eine Katastrophe. Mhm. Wenn gleichzeitig die Nationalisten und die Autoritären und die Verhöhner von Grund- und Menschenrechten das ausrufen zum Marsch nach Brüssel, dann werde ich mich nicht in die private Isolation zurückziehen und dann werde ich nicht meinen Mund halten und dann werde ich in die Arena steigen. Was super ist. Wir freuen uns alle, denn Sie sind ja, wenn man so sagen darf, ein ordentliches Goscherl. Ja? Also still waren Sie definitiv nie in Ihrer politischen Karriere. Kann man sondern nicht Sie sind ja das, was man einen verbalen Austeiler nennt. Nicht? Also der Kern hat das als Bierhändler bezeichnet. Ja? Sie sind eher fast ein Doppelbierhändler, wenn man so sagen darf, was so Ihre Statements und Ihre Wahlkampf. Ja. Und Sie sind eine Wahlkampflokomotive, das muss man auch dazu betrifft. Sagen. Was die Schärfe aber, betrifft. Aber nicht, genau. was die Vulgarität oder die Brutalität betrifft. Ja? Mhm. Also ich kann schon mit Florett kämpfen, sticht halt auch. Mhm. Aber Sie haben natürlich, Sie steigen ein, weil Sie wirklich kämpfen wollen. Ne? Ich will diese Rechtsnationalen antreten, die ja vor einem riesen Wahlsieg stehen, europaweit. Ja. Das ist Salvini, das ist die AfD, das ist der Orban. Das sind in der Tschechoslowakei, die Kaczynskis in Polen, wie sie alle heißen. Ja, ist ja eine ganze Front von, man, da kann man ja wirklich sagen, dass die uralten Dämonen Europas wieder wach geworden sind. Ja? Nationalismus, autoritäres Denken, Inhumanität, Verachtung der Schwachen. Das ist ja das, was wir tagtäglich vorgeführt bekommen
ja nicht selten auch live in ihrem Sender mit Kickl und Konsorten. Ist das eine Regierung des rechten Blocks, die im Übrigen europafeindlich ist, und zwar nicht nur auf der blauen Seite, sondern auch auf der türkisen Seite? Weniger ist mehr, ist der fatale Leitspruch des Herrn Bundeskanzlers zu Europa, ist halt in einer Situation verfehlt, wo Europa in vielen Bereichen, nehmen wir das soziale Europa, Außenpolitik, einer autonomen, souveränen Außenpolitik, nicht die Kompetenzen besitzt, die Probleme zu lösen, die der Nationalstaat gar nicht mehr lösen kann. Es ist ja auch ein vollkommen hohles und leeres Versprechen, das da abgegeben wird. Dass der Nationalstaat Probleme der Zukunft lösen kann, die er längst nicht mehr lösen kann. Jetzt ist das Spannende, Sie kommen mit einer Plattform. Ja. Ja? Die heißt Initiative Ein Europa. Ja. Die gibt es noch nicht, sondern die wird mit heutigen Tag gestartet. Und Sie haben gesagt, da kann sich jeder melden. Wie muss man sich das vorstellen? Also melden, das ist, ich bin ja mit der Gründung von Initiativen in mein politisches Leben eingestiegen. Insofern schließt sich ein Lebenskreis. Ich war Sprecher der Vereinigten Bürgerinitiativen Salzburg. Da hat es die Grünen noch nicht gegeben. Und die habe ich mitgegründet. Und das war sozusagen der Beginn des Widerstandes gegen eine versteinerte politische Struktur, damals in der Stadt Salzburg. Und das passiert immer gleich, ja? Ob in Zwentendorf, Hainburg oder dergleichen. Es gibt einfach in der Tiefe der Gesellschaft ein großes Ungenügen bis hin zu einem großen Zorn, bis hin zu einem großen Schrecken, zum Beispiel vor dieser Regierung, zum Beispiel vor diesen Entwicklungen in Europa. Und die Opposition ist außerstande, sie aufzufangen. Sie stehen doch allesamt da, ob es die Sozialdemokratie oder die Grünen oder auch Neos ist, und erwarten die absehbaren Verluste. Wohin gehen die? Wahrscheinlich zu den Nichtwählern, wenn nicht gar zur Regierung. Aber ich denke, dass die Frustrierten, um die es da geht, die der Opposition ihre Schwäche nicht verzeihen, dass sie nicht in die Gänge kommen, dass sie nicht angreifen, dass sie nicht Gegner sind, dass sie keinen Gegenentwurf vorlegen können, dass sie keine Gegenvision vorlegen können. Also wie oft soll man denn noch anhören, dass die Sozialdemokratie für das soziale Europa gewählt werden will? Und dann kommen es 5 Jahre ohne eine einzige Initiative, ohne einen einzigen Erfolg zurück, um wieder für das soziale Europa gewählt zu werden. Und die Grünen, kommen sie mit vollen Händen zurück jetzt? Oder Neos? Hatten jetzt 5 Jahre Parlament. Weiß irgendjemand irgendein Projekt? Das ist eine Schwäche der Opposition, wie es im Übrigen vor jedem Aufstieg der Rechtsextremen in Europa der Fall war. Das Versagen der demokratischen Opposition jenseits von ihnen. Und wir haben schon 55% Nichtwähler. Es reicht. Das gefährdet die Demokratie. Wenn weniger Menschen zur Wahl gehen als die Hälfte, das ist ein innerer Widerspruch. Das heißt, Sie wollen die proeuropäischen Nichtwähler auffordern, ihre Plattform zu wählen und die Aktiven davon sogar der Plattform beizutreten. Haben Sie schon Mitstreiter? Gibt es schon welche? Und ich möchte diejenigen, die ohnehin die Grünen verlassen, ohnehin die Sozialdemokratie verlassen, das ist ja absehbar und in allen Umfragen nachzuvollziehen, gewinnen, nicht zu den Nichtwählern zu gehen. Genau. Und wir haben ja jetzt schon... Gibt schon Mitstreiter. Ja, es gibt eine Menge. Wenn Sie bei der Pressekonferenz waren, der Saal war voll. Ja, bis aber in den wer Vorraum ist das hinaus. Zum Beispiel? Das sind jetzt einmal Menschen, die aktiv sein wollen. Jetzt werden wir sie fragen, wie weit sie aktiv sein wollen. Ja? Und dann werden wir sie erst öffentlich machen. Ja? Und die anderen sagen wir einfach, wir wollen zum Beispiel im Sozialbereich, also im Umweltbereich, wirkliche exzellente, ausgewiesene Kapazitäten. Ja? Die wollen wir haben. Wir wollen konkrete Projekte verfolgen. Ja? Wir werden nicht sagen, soziales Europa wie so ein Parfum in den Veranstaltungssaal, aber nicht sagen, was. Weil wenn ich den Herrn Schieder frage und sage, okay, machen wir ein soziales Europa, dazu gehört zum Beispiel ein Finanzausgleich zwischen reichen und armen Regionen, dann wird er so, das geht aber wirklich zu weit. Arbeitslosenversicherung für die vielen, vielen jungen Menschen, die quer durch Europa arbeiten. Und dann müssen wir, wenn ein Land davon besonders betroffen ist, auch einen Zuschuss leisten. Das ist aber zu weit. Ja? Das sind aber die Dinge, die also Sie komplett reden, auf den Tisch nageln wollen. Ja? Das werde ich Sie herausfordern. Ja. Es geht ja das Gerücht, dass Sie für Ihre Liste ursprünglich einen Mitstreiter haben wollten, der Ottmar Kallas heißt, mit dem Sie ja einige Zeit im EU-Parlament verbindet, den Sie, glaube ich, sehr schätzen, den Sie gewinnen wollten. Und der auch eine Zeit lang überlegt hat, ob er das mit Ihnen machen soll. Das wollte ich.
Ich schätze, wir haben uns immer gegenseitig respektiert und anerkannt, auch in der Arbeit. Mhm. Es fällt ja auf im Parlamentsbetrieb, wenn jemand hervorsticht. Ja. Und da haben wir uns den gegenseitigen Respekt nie verwehrt. Ich bin mit ihm gemeinsam Sprecher des Bürgerforums Europa. Mhm. Und ich habe seine, wie soll ich sagen, innerparteilich dissidentische Rolle mit großer Sympathie verfolgt. Aus ihm ist in Europa ein doch weitgehend liberaler Kopf geworden, auch ein Pro-Europäer geworden. Und habe auch mit einigen Vergnügen gesehen, dass es ihm gelungen ist, unter Spindlecker und der Bröll doch seine Partei dazu zu nötigen, sein Europaprogramm und seinen Europakurs zu unterstützen. Okay. Ich habe ihm aber auch in aller Deutlichkeit gesagt, dass das diesmal nicht so ist und dass er eine Entscheidung trifft, die A, eine historische Entscheidung ist und B, die er nicht verantworten kann. Nämlich für den Herrn Kurz als Machtkalkül pro-europäische Wählerinnen und Wähler von mehreren hunderttausend unter der Flagge Europas in eine antieuropäische Regierung zu, und Regierungspartei zu führen. Ja? Mhm. Der Herr Kurz meint, dass er mit einer ziemlich reaktionären, europaskeptischen Staatssekretärin an zweiter Stelle, der Caroline Entstandler, den Herrn Kurz konterkarieren kann. Den Herrn Karas, den Herrn Karas konterkarieren kann. Und nun ist es aber so, dass der Herr Kurz die Europapolitik macht. Aber nicht mit dem Parlament, sondern mit einer Achse mit den Rechtsaußen in Europa, mit dem Herrn Salvini, dem Herrn Orban und dem Herrn Rutte und damit völlig unwirksam macht, was der Herr Karas da tut. Der hat dann in diesem Kalkül nur die Rolle, die Pro-Europäer, die Frustrierten, ziemlich Frustrierten, wie ich weiß, ziemlich verärgerten Pro-Europäer. Und das haben sie ihm gesagt. Und trotzdem hat er ihnen abgesagt. Und hat das gemacht. Das hat er gemacht. Ja? Gegen meinen dringlichen Rat. Feig. Oder wie würden Sie es bezeichnen? Na, falsch. Schlimmer als feig. Falsch. Ja? Gut, jetzt den Kurz sehen Sie als extremen Rechten eigentlich. Na, ich sehe ihn als Rechtskonservativen mit doch extrem rechten Einschlägen. Also das ist, er spielt halt damit. Er ist das kann man ja bei dieser Glätte nicht wirklich erkennen, aber man kann überhaupt nicht wirklich erkennen, wofür er steht, dieser polierten Oberfläche. Aber man sieht doch immer wieder, wie er Rechtsaußen gewähren lässt, und zwar weit über die Grenzen des Erträglichen hinaus, dass er ein Machtkalkül verfolgt, wo es ihm nicht drauf ankommt, ob da einer jetzt das Recht in Frage stellt, die Humanität in Frage stellt, ob sich jemand als Nationalist gebärdet, ob jemand zur extrem rechten Fraktion im Europäischen Parlament sich bekennt und damit zu der Gruppe, die eigentlich Europa zerstören will, bekannterweise. Das ist ein Spiel, da geht es nur um die Macht und sonst gar nichts, was bei einem 30-Jährigen doch ziemlich überraschend ist. Weil ein 30-Jähriger müsste eigentlich noch ein paar eigene Überzeugungen und ein eigenes Feuer haben. Gut, trotzdem wird der Hauptgegner wahrscheinlich nicht die ÖVP und der Kurz sein, sondern der Hauptgegner, wie ich sie kenne, Herr Vogelhuber, wird ja sehr wortgewaltig die FPÖ und der Herr Winimski sein. Da täuschen Sie sich. Die FPÖ ist für alle Menschen, die ich erreiche, außer jeder Diskussion. Das raffinierte Spiel des Herrn Kurz, Anti-Europäer zu sein, aber die Lager irgendwie zu sammeln um sich, Subsidiarität zu sagen und Nationalismus zu meinen, als einzige Parole für Europa zu haben, weniger ist mehr. Das heißt, die europafreundlichen, bürgerlichen Kreise, um sich zu binden mit einem Scheinkandidaten, mit Scheinbegriffen, das werde ich versuchen, ihm zu durchkreuzen. Er ist kein Europäer. Und er ist kein Pro-Europäer. Also es wird spannende Duelle von Huber Karas geben, wo es genau um diese Frage geht. Wie er das dann erklären will, das kann ich mir noch überhaupt nicht vorstellen, aber ich werde ihn fragen. Und es wird brutale Duelle wie Limski von Huber geben, weil was der von Ihnen heute, das wissen wir. Sie werden ja sehr spannend auch bei den ORF-Duellen auftreten dürfen, weil Sie als Liste jetzt sozusagen diesen Anspruch auf die
auf den Fernsehauftritt haben, wenn sie die Kandidatur richtig gemacht haben, wovon ich ausgehe, sind ja euer politischer Profi. Also wir werden sie mindestens 5-mal im Fernsehen sehen oder in all diesen Duellen. Das Wilimski-Duell. Weil sie so eine Sehnsucht nach Brutalität haben. Der Kampf gegen den Dämon, oder ja, was ist das? Ja, das ist keine Sehnsucht gegen eine Brutalität. Ja. Sie garantieren die Brutalität zu einem gewissen Grad. Ich werde doch nicht die Dummheit begehen. Den Wunschtraum des Herrn Wilimski, dass ich hier ihn als Belzebub darstelle und er sich sonnen kann in seiner Opferrolle, die werde ich ihm nicht zugestehen. Nein, mit dem Herrn Wilimski werde ich das Nötige reden, das allerdings klar. Es wird natürlich auch ein Duell Voggenhuber gegen Kogler geben, Voggenhuber gegen die Grünen. Und da werden Ihnen viele, viele Grünanhänger vorwerfen, jetzt machen Sie die Nummer, die den Grünen den Nationalratseinzug gekostet hat, ein zweites Mal. Sie boxen die Grünen zum zweiten Mal aus dem Parlament hinaus, diesmal aus dem EU-Parlament. Was sagen Sie denn dazu? Zum Unterschied von dem, was Sie jetzt aus mir machen wollen, den Freistilkämpfer ohne Gnade und Erbarmen, bin ich ja ein relativ sachlicher und ernsthafter Politiker. Und was den Herrn Kogler betrifft, dessen europapolitischer Ausweis ja nicht gerade weithin bekannt ist, werde ich mich auf eine sehr sachliche Debatte konzentrieren. Und nämlich auch deshalb, erstens einmal, die Grünen treten an, nach wie vor und seit mehreren Wahlen nach mir, mit einem Programm, das noch ich geschrieben habe. Wird ihm also schwer fallen, zu sagen, das ist nicht gut. Als ihr erfolgreichster Europaabgeordneter, der nicht mit leeren Hemden aus Brüssel zurückgekommen ist, ich habe nicht vor, den Grünen Stimmen abzujagen. Es genügt nur, jene aufzufangen, die schon längst Ade gesagt haben. Denn es ist ja verrückt, es ist ja nicht so, dass die Grünen jetzt dazugewinnen werden. Ja? Wir hatten über 12% beim Letzten. Als ich abgewählt wurde, haben die Umfragen auf 18% gelandet. Wir sind jetzt dabei, dass wir bangen für Sie. Ob Sie 6% schaffen. Ob Sie ein Mandat. Das heißt, Sie werden mindestens 2 verlieren. Diese 2 aufzufangen, ist mir viel wichtiger, als Ihnen das eine Restmandat zu nehmen. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte, dass diese Oppositionsparteien, die sich weder besonders europäisch gebärdet haben in ihrer Politik, noch große Initiativen gestartet haben, noch mit etwas nach Hause kommen nach der letzten 5 Jahre Legislaturperiode, viele, viele Menschen frustriert haben, dass ich diese Menschen auffangen kann. Und dass nicht der Herr Kurz und der Herr Strache sagen können, unsere Politik ist bestätigt. Sie sind ja der Gründer oder Mitgründer der Grünen gewesen. Sie waren, glaube ich, 6 Jahre für die Grünen im Nationalrat, sogar Clubobmann. Ja. Ich glaube, Sie waren sogar Parteiobmann ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann waren Sie weit über 10 Jahre für die Grünen im 15 im EU-Parlament. Ja. Tut Ihnen das nicht im Herz weh, dass möglicherweise das Ergebnis Ihrer Kandidatur sein kann, dass Sie beide rausfliegen? Jeder also mit 5,5%? Noch einmal, das glaube ich, ich glaube das nicht. Die Grünen haben sehr viele Wähler gewonnen und seit der Nationalratswahl mit offenkundig nicht zurückgewonnen. Statt dieser Regierung zum Beispiel entschlossen entgegenzutreten, öffentlich sichtbar zu werden, die Glaubwürdigkeitskrise zu überwinden, basteln sie seit 1,5 Jahren an irgendeiner innerparteilichen Struktur, die sonst niemand kennt, wählen ein Parteipräsidium, das auch niemand kennt und ich wüsste nicht, was sie dazu jetzt befähigen würde. Aber wenn Sie sagen schmerzhaft, ist das schmerzhaft. Denn wir haben eine ganz andere Grüne Partei gegründet. Wir haben nicht die Grüne Partei der Frau Klawiczny gegründet, damals. Und unsere Intention bei der Gründung und die Urideen dieser ganzen Bewegung hat nichts mit der neuen Novomatic-Verantwortungsmanagerin zu tun und dem, was sie aus dieser Partei gemacht hat. Also, das heißt, Sie sind der Meinung, die Klawiczny hat die Grünen ruiniert? Ja, aber nicht allein. Aber der Herr Kogler war dabei. Natürlich war er dabei bei dem Ganzen. Er war ja im Vorstand. Ja? Mhm.
Aber um das geht's gar nicht. Sie sollen Ihre Wähler bitte, bitte endlich wieder überzeugen von grünen Ideen. Das ist alles mir recht, weil das kann in Europa nur eine Verstärkung sein. Ich bin der Letzte, der Sie daran hindert und oder der Sie da schmäht. Herr Voggenhuber, treten Sie jetzt indirekt gemeinsam mit Peter Pilz an? Ich meine, das ist ja ein langjährig ambivalentes Verhältnis. Sie waren ja Best Friends, muss man sagen, beste Freunde in der Gründungsphase. Dann waren Sie auch einmal beste Feinde, wenn man das so nennen darf. Das ist immer so hin und her gegangen. Sie haben den Pilz oft sehr wortgewaltig verteidigt, umarmt, oft auch sehr heftig kritisiert. Was ist denn das aktuelle Verhältnis Voggenhuber-Pilz? Ein sehr gutes. Ist aber jederzeit auch möglich, dass wir aneinander irgendwas auszusetzen haben. Weil das sind zwei leidenschaftliche Politiker von völlig anderem Temperament, von völlig anderer Art. Und das war für mich und glaube ich auch hier ein Respekt, ein gegenseitiger Respekt und eine Anerkennung für die Arbeit und für die Bedeutung, die man in der Sache hat. Aber heute auch, wie die Leidenschaft das so mit sich bringt, das müssten Sie ja eigentlich nachvollziehen können, heute dann auch das eine oder andere Scharmützel dort, wo man nicht miteinander kommt. Und das hat manchmal wichtige Dinge betroffen, dass man dann nicht zueinander kommt. Und dann gab es halt Funken. Aber wir konnten nicht nur Konflikte produzieren, sondern auch lösen. Immer wieder. Jetzt ist der Peter Pilz ja irgendwie durch die mediale Hölle gegangen mit seiner Grabsaffäre. Ja. Finden Sie das richtig, dass er da halt entsprechend hart hergenommen wurde? Ist das ein Fehler von ihm? Oder sind Sie der Meinung, das spielt keine Rolle? Sie sehen ihn nur als Politiker, als Aufdecker. Also es hat mich natürlich betroffen. Das ist etwas, das für einen Grünen und einen Menschen, der Zeit seines Lebens für die Gleichstellung der Frau eingetreten ist, ist das einmal ein Schock. Ich muss nur sagen, es hat überbordende Reaktionen gegeben. Die hat es auch in der MeToo-Bewegung immer wieder gegeben. Auch mit Infragestellungen des Unschuldsprinzips und im Zweifel für den Angeklagten. In diesem Fall glaube ich zu ahnen, dass dort der eine oder andere unangemessene Ton und unangemessenes Verhalten eine Rolle gespielt hat. Allerdings glaube ich nicht an eine sexuelle Belästigung. Und die behaupteten Opfer haben das auch vor der Staatsanwaltschaft so ebenfalls eingeräumt. Ich bin jemand, der für das Recht, Grundrecht auf ein ordentliches Verfahren eintritt. Es gibt kein Gerichtsurteil darüber, es gibt keine Zivilrechtsklage, es gibt nicht einmal eine öffentliche, die Opfer unter Anführungszeichen sind anonym geblieben. Also kann ich diese Sache für erledigt betrachten. Ich glaube, sie hat ihm sehr zu denken gegeben, nur er weiß wahrscheinlich, was dann jenseits des Strafrechts auch wirklich an Grobheiten und vielleicht rüppelhaften Benehmen passiert sein mag. Ich kann auch das nicht beurteilen. Aber das muss er persönlich verantworten. Und wünschen Sie sich den Peter Pilz als Mitstreiter in Ihrem Wahlkampf? Ja. Oder wollen Sie das eher als Voggenhuber-Liste machen? Oder wollen Sie, dass der Pilz da an Ihrer Seite ist? Ich habe mich ja auch geweigert, dass es Liste Voggenhuber heißt. Ja. Ich habe nie was von Namenslisten gehalten. Ich muss auch eigentlich, wenn ich schon so angeblich so gut bin, muss ich ja im Stand sein, zu erklären, dass die Initiative Ein Europa meine Unterstützung und mit mir zu tun, das werde ich noch zusammenbringen. Wollen Sie den Pilz an der Seite haben als Wahlkämpfer? Ist ja kein schlechter Wahlkämpfer. Nein, ich werde ihn gerne. Oder ist er so angepatzt, dass man ihn lieber nicht an der Seite hat? Nein, ich werde ihn gerne an meiner Seite haben. Ich möchte allerdings nicht die Unabhängigkeit dieser Initiative irgendwie in ein schiefes Licht bringen, aber ich bin gerne bereit und würde das begrüßen und willkommen heißen, wenn er sich auch dafür einsetzt. Aber es wird ein spannender Wahlkampf werden. Ich freue mich schon auf die TV-Duelle mit Ihnen, Herr Voggenhuber. Jetzt kommt übrigens gleich der Ewald Stadler, der Sie analysieren wird. Der mag Sie ja nicht sehr. Nein, aber das beruht erstens mal auf absoluter Gegenseitigkeit, wobei ich es weniger persönlich als politisch meine.
Und Sie waren beide im EU-Parlament? Ja, und auch vorher schon im Nationalrat, ja, wo er halt seinen Ruf als Bullterrier oder, ja, oder Bull... Und das sind wirklich beste Pitbull. Feinde gewesen, Vogelhuber und Stadler. Nein, das sind zwei politische Welten. Und ja, ich habe mit seiner nicht nur nichts am Hut, sondern betrachte mich als ein vehementer Gegner dieses Denkens. Das heißt, wenn der jetzt gleich sagen wird, Ihre Kandidatur ist eine Katastrophe, nehmen Sie das dann als Kompliment? Ist die einzige Möglichkeit, mir wirklich Lob zu spenden, ist dieser Satz. Wir kommen gleich zum Duell Fussi-Stadler über Vogelhuber. Wird spannend werden. Bevor die beiden sozusagen ihre Goscheln über den Vogelhuber loslassen, habe ich noch was Positives, was wirklich Schönes für Sie. Die Silvia Schneider, die Lebensgefährtin von Andreas Gavalier, schaut kurz im Studio vorbei, um erstens ihre Valentinstag-Modelinie zu präsentieren und b, zur ganzen Gavalier-Affäre Stellung zu nehmen. Wie sehr leidet der Andreas Gavalier unter den Diskussionen der letzten Tage? Das wird die Silvia aber Schneider. Karl Valentin erst leiden würde, genau, wenn er es noch erleben würde. Ja, Sie sind ja kein Freund vom Gavalier. Nein, ich bin ein Freund von Karl Valentin. Ja, und deshalb stört Sie dieser Ort. Das ist absurd. Also mit Vogelhuber haben wir eine klare Aussage. Aber wir hören gleich die Gegenseite. Wir hören gleich Silvia Schneider. Kurze Werbepause und dann ist die schönste Modedesignerin Österreichs hier im Studio, Silvia Schneider.